Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Badezimmer Simulator 2015. Nee, der wird zwar schlecht, ich weiß, aber wir befinden uns wieder bei A Bird's Story. Und da hängt wieder ein Zettel, während ich mal kurz den Sound auf meinem Headset leiser drehe. Aber was steht da wohl diesmal auf dem Zettel drauf, weil wir den letzten Zettel ja nicht lesen konnten und so. Ah, Schultasche. Sehr nett, dass uns angezeigt wird mit Pfeilen, wohin wir gehen können. Ah, da sind wir. Und da ist die Schultasche. Die Hausaufgaben sollte man natürlich auch nicht vergessen. Auch wenn die Hausaufgaben aus einer sehr schönen Zeichnung bestehen. Naja, zumindest hat er etwas, was er mag. Können wir noch was erfrühstücken? Ja, können wir. Dat-Anspielung. Diese Anspielung. Oh Gott. Vor allem die Musik, falls ihr mal genau hingehört habt. Ich fand's kurz geil. Oh Mann, ich liebe diese Firma. Vergiss deinen Regenschirm nicht, es regnet. Schaut wahrscheinlich auf den Zettel. Gangster, kein Regenschirm. Wirklich? Es sieht für mich nicht sehr nach Regen aus. Erstmal über die rote Ampel laufen, warum auch nicht? Ich kann nichts mehr sehen. Ich setze mich einfach mal an meinen Platz. Und frage einfach nicht weiter. Naja, so gesehen ist es wirklich wie ein Traum. Man weiß nie, wie man dahin gekommen ist. Und jetzt ein Traum im Traum. Sehr interessant. Wenn uns jetzt noch jemanden Gedanken in den Kopf setzt, wird es komplett Inception. Oh, die Lehrerin hat uns beim Schlafen erwischt. Und uns einen kräftigen Tritt in den Hintern verpasst. Dass wir sogar aus dem Klassenzimmer geflogen sind. Genau. Gewalt an Kindern. Echt, ey. Sowas geht doch gar nicht. Das darf man doch nicht so öffentlich machen. Das muss man im Geheimen tun. Nein, natürlich nicht. Aber der Junge tut mir schon leid. Ich meine, dauerhaft high, hat ständig irgendwelche Nachrichten, die ihm alles sagen. Wandert in irgendwelchen seltsamen Wäldern mit schwarzen Gestalten. Ich hab's! Er ist Alan Wake! Und hat Spaß im Pfützen. Ich kann in den Pfützen umherspringen. Okay. Ach man, die Musik ist so schön. Ich habe sie extra deswegen ein bisschen lauter gemacht. Nicht viel, aber ein bisschen. Und vielleicht sollten wir mal weitergehen. Aber mich verwundert, um ehrlich zu sein, eins. Ich habe eigentlich gedacht, es spielt im selben Universum wie To the Moon. Anscheinend ja nicht. Na wohl, wir wissen nicht, warum er diese schwarzen Gestalten sieht. Warum alles wie in einem Traum ist. Hoffen wir mal, es spielt nicht im selben Universum. Weil selbes Universum würde bedeuten, er stehe kurz vorm Tod. Das hat unseren Hauptcharakter jetzt so sehr geschockt, dass er nicht mal mehr springen kann.
Oh, wie süß, sie spielen. Der Junge ist clever. Der hat gerade seine Dominanz durch das Ausstrecken seiner Arme gezeigt. Der Junge ist echt clever. Aber ich glaube, sowas funktioniert nur bei Vögeln. Ich weiß nicht. Romantische Szene. Ich muss heulen. Ich glaube, der Vogel hat sich verletzt. Ja, er kann nicht fliegen. Er hat sich einen Flügel gebrochen. Ich will dem Vogel helfen. Ich darf nicht. Schon wieder. Achso, das war seine Tasche. Ich dachte. Ach, wie süß. Da klettert der Vogel einfach in die Tasche rein. Ach, wie süß. Meine Männlichkeit ist weg. Und der Junge merkt's nicht. Ach man. Der hat gerade einen Derpy-Blick drauf. Er hat den Vogel entdeckt. Und die Bäume bewegen sich mal wieder. Okay. Ich frage einfach nicht weiter nach. Ich weiß nicht, was er genommen hat, aber es muss geiles Zeug gewesen sein. Oder es ist einfach seine kindliche Fantasie. Ach, zum Tierarzt. Oh. Wie lieb von ihm. Und mein Stuhl macht mal wieder eine Quietschorgie. Ach, und der Tierarzt ist natürlich nicht da. Hallo, ich bin ein kleines Kind und spiele auf der Straße. Okay, dann nicht. Ist ja langweilig, wenn kein Auto kommt. Kann man gar nicht das Springen üben. Ach ja. Ach, das ist gar kein Shoppingcenter, das ist ein Wohnanlage. Ach so. Jetzt verstehe ich's. Keine Tiere. Okay, wir kennen sein Sichtfeld. Und wir haben ein Tier dabei. Wenn wir ins Sichtfeld kommen, passiert das. Als ob er das Tier sieht, wenn es in deiner Tasche ist, Junge. Ach ja, kleine Kinder. Ich glaube, das hängt wirklich mit seiner kindlichen Fantasie zusammen gerade. Weil, ja. Weil darum. Also, das wird. Und jetzt geht der Mann zur Seite. Ach ja, oder Frau, eins von beidem. Oder beides. Wir wollen ja nicht so sein. Ich mag den Humor des Spiels. Bis jetzt ist das Spiel ja nett. Also ich meine, bis jetzt ist es ja nicht irgendwie traurig oder sowas.
Sie hat das sehr lustig gehalten. Ich habe halt von den To the Moon Machern erwartet, dass sie jetzt wieder was Trauriges abliefern. Aber bis jetzt scheint es recht lustig. Erstmal kontrollieren, ob die Eltern da sind. Was ist denn da an der Wand? Hallo? Ich darf nicht darunter. Okay, dann gehe ich halt ins Bad. Soll ich den Vogel waschen oder wie? Ich kann auch nicht raus. Ah, doch, ich kann raus. Warum kann ich aber hier nicht runter? Das verwirrt mich gerade. Ah, ich sollte. Ach, das Licht war auf dieser Seite. Ich dachte, ich muss von der anderen Seite ran. Erstmal Frisur gerichtet. Wieder ein Zettel. Komm, geh mir wieder aufs Bett springen. Erstmal wieder mit dem Licht rumspielen. Können wir nicht wieder auf dem Bett springen? Oh, schade. Ich kann auch nichts essen. Nur in unser Zimmer gehen. Und jetzt können wir auch raus. Auf die Veranda oder wie jetzt? Also auf so einem Balkon? Ah, nee, das ist ja. Oder ist das doch ein Balkon? Ja, das stimmt ja. Wir haben ja am Anfang einen Balkon gesehen. Folgen wir dem Vogel einfach. Unserem kleinen Vogelfreund. Ich nenne dich, Speedy. Genau. Zu Ehren von Speedy nenne ich dich Speedy. Er braucht Wasser. Wird das jetzt so ein Vogel-Kümmersimulator? Ich hoffe ja nicht. Also unser Speedy braucht was zu trinken. Also machen wir ihm was zu trinken. Also schütten wir ihm was ein. Machen klingt ein bisschen seltsam. Vor allem anscheinend ist er ja ein Vogelflüsterer, wenn er weiß, was der Vogel will. Will ich ja nur mal gesagt haben. Ah ne, der kümmert sich jetzt generell um ihn. Also Grundbedürfnisse. Wahrscheinlich. Habe ich schon gesagt, dass ich denke, dass man die Menschen wahrscheinlich nicht sieht, weil der wahrscheinlich die Welt halt so wahrnimmt. Weil für ihn die anderen Menschen nicht wichtig sind. Und guck mal, er ist glücklich. Wo ist der Vogel? Wahrscheinlich im Busch. Garantiert ist er im Busch. Wusste ich doch. Wieder dieser Derpy-Blick. So. Ich mag den Jungen. Oh, hat gerade kurz übersteuert. Der Junge ist cool. Ha! Erwischt. Ich kann es sogar interaktiv zerteilen.
Der Vogel ruft dich, mein Freund. Vogel, Vogel, sei vorsichtig. Ah, er sieht andere. Ah, okay. Der Arme. Was? Warte, was? Er hat den Vogel eingepackt und ist vom Balkon gesprungen mit einem Regenschirm. Okay. Und mit dieser sehr interessanten Szene auf Wiedersehen, Leute, euer Sandron.